Aufmerksame Zuschauer meines Kanals haben es in den letzten Videos schon entdeckt. Ich habe ein paar schöne neue Spannelemente, ein paar schöne neue Hilfsmittel. Die will ich euch in diesem Video mal auf die Schnelle vorstellen, will euch ein bisschen die Möglichkeiten zeigen, die man da hat. Zeige euch, wie ich das Ganze zusammengebaut habe. Ich habe es hier mit Mack geschweißt, ich habe es mit Wick geschweißt, ich habe es verschliffen, ich habe es nicht verschliffen. Hier muss man gar nichts dran machen. Das sind einfach geniale Sachen, die einem das Leben extrem erleichtern. Das hat nichts mit so einem Lochtisch zu tun. Das kann man alles auch ganz normal auf einem einfachen Schweißtisch, auf einem selbstgebauten Schweißtisch benutzen. Und wir gucken uns das Ganze in diesem Video einfach mal zusammen an. So, wir wollen uns das Ganze jetzt mal so ein bisschen hier genauer angucken. Die Bauelemente habe ich alle von der Firma Nesti Tools. Das ist ein Webshop von wegen, da kann man sowas alles kaufen. Da gibt es auch so Schweißtische. Den Schweißtisch habe ich davon nicht. Den Schweißtisch, wie gesagt, wisst ihr, den verlinke ich hier unter immer. Und der ist wirklich sehr, sehr bezahlbar, richtig genial. Und ihr kriegt noch 5%, wenn ihr den Code Manfred Welding nehmt. Verlinke ich hier unter, wie gesagt, könnt ihr euch angucken. Das andere ist ein Anbieter, der heißt Nesti Tools. Bin ich mal darauf aufmerksam geworden. Da hatten sie die Tische aber noch nicht in der Form, wie ich das haben wollte. Und ich habe es jetzt noch mal mir angeguckt, weil ich halt noch mal ein paar schöne Spannelemente haben wollte. Und ich habe mir dann halt so 5, 6 Kleinigkeiten gekauft. Zu manchen Sachen bin ich noch gar nicht zu gekommen. Zum Beispiel haben die auch Bolzen. Das ist dann hier einfach so ein Rundstahl angefasst. Und hier dann so eine Sechskantmutter. Kann man sich dann hier zusammenheften, zusammenschweißen und hat schöne, einfache Bolzen. Sehr bezahlbar. Ich glaube, die kosten 1 Euro oder irgendwas drum. So, dann habe ich hier, das ist eine Offenbarung für mich. Da habe ich gedacht, Mensch, wo bist du die letzten 20 Jahre gewesen? Oder 25 Jahre? Ein Kantenwinkel. Wirklich richtig genial. Gucken wir uns gleich mal im Detail an, was man damit alles so schön machen kann. Dann habe ich hier ein Oktagon. Ja, verschiedensten Möglichkeiten. 90 Grad Winkel, 45 Grad Winkel, die verschiedensten 135 Grad Winkel, die verschiedensten Positionierungsmöglichkeiten. Da gibt es unwahrscheinliche viele Möglichkeiten. Dann habe ich mir hier nochmal so einen schönen Ständer bestellt. Und ja, der ist wirklich richtig genial für verschiedene Sachen zum Positionieren. Alles, was man sich so mal hinstellen will, kann man wirklich alles schön hinstellen. Gucken wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Dann habe ich hier nochmal so einen kleinen Würfel. Aber der kostet echt nur ein paar Euro, darum habe ich den nochmal so mit in den Warenkorb geschmissen. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Der hat hier so diese Ausschnitte, diese V-Ausschnitte, da kann man schön ein Rohr reinlegen oder so und positionieren. Wie gesagt, schöne kleine Spielerei. Man sieht auch schon, ich habe die ganzen Sachen teilweise mit Wick, teilweise mit Mack verschweißt. Kommen wir erstmal zum Zusammenbauen. Wichtig ist wirklich, der wird ja hier so fertig geliefert, da muss man gar nichts dran machen, kann man gleich mit loslegen. Das andere sind Bausätze. Es macht auch richtig Spaß und eine schöne Übungssache für Anfänger. Ich habe den komplett in Wick verschweißt und habe hier diese Ecken komplett aufgefüllt. Also wie hier, ne, waren hier diese Ecken. Das habe ich komplett aufgefüllt, komplett aufgeschmolzen und habe das dann hinterher wirklich sauber und ordentlich verschliffen. Das ist auch so die Form, die mir wirklich am besten gefällt. Also das ist, ne, das Ganze immer wichtig, wenn man sich das zusammenbaut, von wegen, das waren sehr, sehr genaue Bauteile. Da ist der kleinste Grad wirklich schon ein extremes Problem. Dementsprechend habe ich alles, und weil ich die ja jetzt auch jahrelang hier benutzen will, wirklich vorher mal schön entgratet. Auch diese kleinen Nasen, die dann hier reingehen, mal schön entgratet. Dann hat das Ganze wirklich top gepasst. Zusammengesetzt, mit Wick verschweißt und dann schön beschliffen. Wie gesagt, das ist hier so diese ganz einfache Version, die oft auch vorgemacht wird. Einfach mit Wick verschweißt und dann wird es halt so gelassen, beziehungsweise nochmal leicht verschliffen. Ist jetzt nicht so mein Fall, habe ich mal einfach ausprobiert, ne? Wie gesagt. Und bei dem Oktagon bin ich einfach mit dem Mack rangegangen. Ich habe hier erst noch Innenstückschweißungen gemacht. Bei den anderen habe ich es dann aber wirklich gelassen, weil man es wirklich nicht braucht. Wenn man hier außen das schön mit Mack auffüllt, das dann wieder verschleift, immer wirklich drauf aufpasst, dass das Ganze vernünftig winklig ausgerichtet ist, also wirklich auch erst eine Heftstelle und immer wieder kontrollieren. Finde ich sehr sträflich.
dass man das Ganze irgendwo einfach nur zusammensetzt, dann abheftet und meint, das muss schon passen. Das sind lasergebrannte Teile, die sind wirklich schön genau und man merkt ja hier, diese Kanten, die habe ich zum Beispiel nicht bearbeitet, das ist eine leicht scharfe Kante, mehr aber auch nicht, da ist kein Grat, kein gar nichts dran. Das ist wirklich schön, das ist auch bei diesem Schweißtisch gigantisch genial, die Qualität, die hier ausgeführt ist. Und ja, aber man muss natürlich immer dran denken, wenn man sowas zusammenbaut, egal wie gut das passt, ja. Der wichtigste Freund des Schlossers ist hier so eine Lehre oder des Schweißers und man muss wirklich alles richtig schön überprüfen. So die Winkligkeit, das ist wirklich ein elementarer Punkt. Ja, wenn man das dann hier irgendwo demonstrieren will, der ein oder andere, da wird das dann so auf die Schnelle zusammengefegt. Oder es sieht hinter einem Video aus, als wenn man das so auf die Schnelle zusammengefegt hat und es wird halt nicht richtig kontrolliert. Ja, auch wenn man so einen Schweißtisch wirklich schweißt, heftet, zusammenbaut, nach jedem Schritt wirklich immer den Verzug irgendwo überprüfen. Wenn dann einer das 20 Jahre macht oder so, der hat dann ein ganz anderes Handling für, der weiß ganz anders, aber wenn man das erste macht, ich habe jetzt hier auch zigmal rumgemessen und immer kontrolliert, weil das sind nicht irgendwelche Bauteile, wo man sagt, na gut, das ist ein Millimeter schief und da kommt es nicht so drauf an. Das sind Lehren, ja, keine Messmittel, Lehren und Hilfsmittel, die ich jetzt wirklich die nächsten 10, 15 Jahre verwenden will. Dementsprechend Kanten schön entgraten und jeden Arbeitsschritt kontrollieren, dass das wirklich auch sehr genau ist. Wie gesagt, habe ich hier den Octagon, können wir nochmal kurz zum Preis kommen. Der Octagon als Bausatz kostet 25 Euro. Finde ich es sehr bezahlbar, ist auch ein sehr schönes Projekt für Anfänger mit Mack schön auszuführen, wie gesagt, und auch mit Wick schweißen natürlich. Ich würde es jetzt pauschal, ich habe es hier mit Mack gemacht, ich würde es in Zukunft immer nur mit Wick machen, weil es wirklich sauberer ist, aber Mack geht auch. Wie gesagt, 25 Euro. Wenn ich den richtig in Erinnerung habe, kostet der, glaube ich, 15 oder 16 Euro. Ja. Alles 6 mm, müsste 6 mm Stahl sein, ganz normaler Baustahl. Und dieser kostet hier auch 25 Euro, das ist wirklich eine sehr solide Konstruktion. Und wenn man hier alles kontrolliert, ich habe alles mit so einem ganz feinen Haarwinkel kontrolliert, das ist wirklich exakt gekantet. Auch dieser 90 Grad Winkel ist wirklich exakt perfekt. Das ist eine sehr solide Konstruktion. Ich hatte eigentlich gedacht, so Octagon ist jetzt das Spannelement, was ich Tag und Nacht einsetze, aber das hier, das ist wirklich richtig genial. Also der gefällt mir richtig gut. Der ist irgendwo gefühlt, ist der nicht mehr wegzudenken und ich weiß schon nicht mehr, was ich vorher ohne den gemacht habe. Darum fange ich auch mal an, den als erstes vorzustellen. Und wenn ich jetzt hier irgendwelche Elemente habe, die ich zusammenschweißen will, ne, nehmen wir mal so, so. Wieder diesen Winkel. Ist völlig egal, ob ich jetzt so einen Lochtisch habe oder nicht. Das ist wirklich immer eine sehr praktische Sache. Man hat es einfach, man drückt es zusammen. Man kann dann wirklich hier heften, da heften, oben heften, einmal umdrehen, nochmal wieder andrücken und auf der anderen Seite heften. Ne? Also wirklich, man kommt hier richtig schön bequem hin. Es gibt so andere Sachen von wegen, da kommt man dann gerade so eben hin. Ne? Hier kann man wirklich richtig gut rankommen. Also ein sehr schönes Bauteil. So. Habe ich das für alle Winkel, für alle Gehrungen, für alles. Ich kann mir das genauso hochkant positionieren. Ja. Entweder in so einem Lochtisch. Ups. Oder halt auch in jedem anderen Schweißtisch. Also das ist, müsste ich mir natürlich hier irgendwo festspannen. Ich habe jetzt diese ganz normalen Schrauben nur als Bolzen. Kann mir das Ganze dann so positionieren. Dann das Ganze, ups. Das Ganze so positionieren. Ne? Habe immer die Möglichkeit, hier auch noch mit einer Zwinge anzugreifen. So, ich will mir das Ganze mal. So schön. So. Habe immer auch noch die Möglichkeit, mir das Ganze hier mit einer Zwinge zu positionieren. Ne? Dass ich das dann so habe. Beziehungsweise die Zwinge von oben, von außen. Also wirklich, gibt es schöne Möglichkeiten. Habe auch hier die Möglichkeit, das mir hier zu positionieren. Und dementsprechend richtig schön. Wenn ich zum Beispiel hier, habe hier so ein abgebranntes Blech.
Wenn ich jetzt hier das so als Fußplatte habe und will mir den Fuß hier drauf positionieren, hier ist ein Schräge dran geschnitten, dann habe ich hier auch richtig toll die Möglichkeit, ne? Wenn ich zum Beispiel 50 Füße mache irgendwo, ja, das ist ja so, oder wenn ich nur zu Hause ein Projekt habe, will 8 Füße machen von wegen. Ich mache mir hier 2 Schrauben als Anschlag, positioniere das dementsprechend, richte den ersten richtig aus und dann pfeife ich die alle durch, ne? Immer richtig schön hier halten, kann ich hier heften, kann ich da heften, da heften, da heften, ne? Einmal noch mal kurz Controlletti und das Ganze ist Geschichte. Also eigentlich, ne? Sag ich mal, finde ich richtig genial. Richtig, richtig schön das Ding. Und für die massive Ausführung und für die Genauigkeit und alles finde ich 25 Euro, wie gesagt, auch schön bezahlbar. Diese Lochteilung ist Standard, das ist das gleiche wie mein Lochtisch ist und wie die meisten anderen Lochtische das wohl auch haben. Hier 2 Langlöcher drin, kann man was verschieben. Ne? Man hat natürlich auch die Möglichkeit, wieder hier das dann auch in irgendeiner Form zu nutzen, dass man da von der Seite noch drückt oder so, oder dass man hier irgendwo und was man nicht alles da irgendwo machen kann. Hier, ne, kann man also auch diese Schraubzwingen dann auch mit dem Lochtisch wieder richtig gut in Einsatz bringen. Wie gesagt, das ist auch nicht irgendwas, was nur an so einem Lochtisch oder so genutzt werden sollte oder genutzt werden kann. Das ist was, was man überall nutzen kann. Schönes, extrem geniales Hilfsmittel. Also das ist wirklich, wenn ich mir irgendwas von den Sachen hier aussuchen würde, würde ich mir den hier nochmal wieder wünschen. So. Kurz ein bisschen wegräumen. Nächster Punkt, dieser Oktagon. Wie gesagt, ein bildschönes Teil. Ich habe hier erst Innenstückschweißungen gemacht, bin dann aber davon weggegangen, weil es einfach reicht, dass hier außen diese Spalte hier, wie gesagt, das hier dann zuzuschweißen und das ein bisschen zu verschleifen, hat man das Ganze schön. Ein Oktagon bietet wirklich extrem geniale Möglichkeiten. Ne? Das ist jetzt nicht in Grade, sonst würde der Schnitt passen. Kann hier schön 90 Grad, habe hier 90 Grad, ne? Hab hier dann wieder 45 Grad, wenn ich das jetzt gerne mal möchte, wenn ich das so haben möchte. Kann ich das hier dann irgendwo anschweißen und so habe ich da gigantisch viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man das jetzt so hier, das mal als Beispiel, ne? So, hätte ich hier so als 45 Grad Strebe, wenn ich hier einen habe, dann da noch einen habe, kann ich zum Beispiel auch so nutzen, dass ich hier eine so als Knotenblech so, also gibt es so viele Möglichkeiten, ne? Ich kann das Ganze hier ganz normal nutzen, habe hier auch einen schönen Freiwinkel, kann das Ganze nutzen. Ups. Müsste ich mir dann dementsprechend anpassen, dass ich hier eine Gerade habe, hier eine Gerade, das sieht auch immer richtig schick aus. Und ja, dass ich hier wie so eine Kante, so eine Ecke habe, so eine richtig schöne abgeschrägte Ecke habe. Also da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ich kann das Ganze auch wiederum im Stehen benutzen. Habe hier einen 90 Grad Winkel, ja, in den verschiedensten Bereichen, Verlängerungen. Habe das hier so. Und kann dann auch noch viele andere Spielereien. Ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ich hier im Winkel auf irgendwas treffe. So, bauen wir auch mal auf. Dass ich hier im Winkel irgendwas irgendwo anschweißen möchte, mir das Ganze dann positionieren kann. Also da gibt es wirklich gigantisch viele Möglichkeiten. Hier so eine Zwinge, die passt dann auch hier dazwischen. Hier ist oben mein Rundstahl ein bisschen zu groß, ne? Den müsste ich dann dafür noch mal ein bisschen abschleifen. Aber wenn ich einen normalen Zwingen habe mit einem 16er Element, Spannelement dann hier dann und so eine kleine Erhöhung nur habe, von wegen, dann komme ich hier auch mal rein, kann mir das hier wirklich alles festspannen, habe dann hier durch die Elemente auch wieder die Möglichkeit, das hier von außen zu spannen. Also wie gesagt, ein Oktagon, und wenn ich sage, ne, 25 Euro ist dann wirklich auch echt kein Preis, das hat mich dann davon auch überzeugt, mir auf jeden Fall so ein Ding hier mitzubestellen. Und ist ein richtig schönes Hilfsmittel, gerade wenn man nicht nur 90 Grad hat, wenn man nur 45 Grad hat, wenn man hier
innen nur rankommt. Hier kommt man nur außen ran, also kann von den verschiedenen Seiten, hat man da die Möglichkeit. Und es gibt dann auch so diese ganzen Kombi-Möglichkeiten, die es dann noch gibt. Wenn ich mir auch hier wieder schön Anwendungsteil so ein Fußblech gestalten will, nehme ich den hier mal. Dann habe ich hier auch schön die Möglichkeit, dass ich mir das Ganze hier ranspanne und das Ganze dann hier irgendwo ausrichten kann. Einfach habe ich hier, kann ich hier heften, kann ich da heften, kann ich überall heften, kann ich das Ganze vernünftig dann verschweißen. So, ja. Und wie gesagt, das Ganze dann halt auch in Schrägstellung möglich. Unwahrscheinlich vielseitig, wenn man sich dann da mal so ein bisschen, zum Beispiel auch auf Pinterest oder so, so ein bisschen anfängt, sich da die Bilder anzugucken, gerade von den Amis oder so. Die sind da wirklich sehr kreativ, die Jungs. Ich habe so ein schönes Bild gefunden, da hat das einer, der hat das dann so gemacht. Ja, hat sich das dann hier festgespannt und hat dementsprechend hier einen extrem großen Abstand geschaffen, um dann da doch noch was richtig genial, vernünftig zu positionieren. Man kann das Ganze dann hier festziehen, ne? Das sind wirklich so Hilfsmittel, die einem extrem gut weiterhelfen. Man muss sich ja immer überlegen, Standardmöglichkeit ist von wegen, man nimmt hier irgendwo so ein Rohr, passt das hier drauf und dann heftet man das erstmal an und hat vielleicht vorher einen Winkel dran gehalten, sonst hinterher und dann kloppt man mit dem Hammer wieder und versucht durch Schweißen das zu richten. Das ist die viel elegantere Methode, dass man hier wirklich so ein Hilfsmittel hat. Man drückt das dran, man weiß in dem Moment, das Ganze ist vernünftig winklig, ja, und dann positioniert man das hier mit der Hand und macht dann hier einen Hefter. Ja. Hat das Ganze, ist eine ganz andere Welt. So. Und darum von wegen solche Hilfsmittel richtig, richtig genial. Jetzt gucken wir uns noch kurz, wie gesagt, der Winkel ist nichts Besonderes, dieser Würfel. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Ich habe mir den einfach mal mitbestellt. Und ja, hier, da habe ich mich schon geärgert. Wie gesagt, zwei Dinger wären wesentlich besser gewesen. Alles, was man so hoch kann, positioniert. Die gibt es auch noch in einer Reihe, in zwei Reihen, in drei Reihen, in höher, in tiefer und so weiter. Aber alles, was man sich in irgendeiner Form stehen positioniert, ne, ist auch wieder nicht auf so einen Lochtisch hier begrenzt. Alles, was man sich stehen positioniert, kann man da wirklich richtig schön positionieren. Schraubzwinge dran und der steht vernünftig, hat eine vernünftige Standsicherheit. Wer sich den Barhocker, wie ich den gefertigt habe, gebastelt habe, geschweißt habe, angeguckt hat, da habe ich mir das dann auch hingestellt, die Elemente. Und zum Schweißen, zum Ausrichten, zum Positionieren, das funktioniert wirklich gut. Hat eine sehr gute Standsicherheit. Man sieht hier gerade so, ne, das kann man wirklich auch mal ein bisschen gegenkommen. Das fällt da nicht gleich um. Das ist auch ein schönes Element. Auch wieder nicht nur für den Schweißtisch. Aber wie gesagt, hier habe ich natürlich noch die Option, dass ich mir das Ganze positioniere. Und dass ich das Ganze dann als Anschlag nehme. Dass ich dann immer wieder irgendwo den gleichen Anschlag nehme, wenn ich zum Beispiel 10, 20 Elemente positioniere. So. Ich hoffe, das war mal ganz interessant und wie gesagt, den genialen Schweißtisch hier, den packe ich unter, wieder wie immer, in die Verlinkung und ich packe auch mal hier zu dieser Webseite einen kleinen Link rein, könnt ihr euch auch mal angucken, ist wirklich, ist nett gemacht und ich denke mal, dass es mit Abstand das größte Sortiment in Form von diesen Schweißtischen und Spannelementen, was man so in Deutschland findet. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja auch noch mal hier unterschreiben, was euch so irgendwo interessiert noch an Spannelementen, was ihr noch so nutzt. Da gibt es echt geniale Sachen. Und je mehr genialen Handwerkern man in irgendeiner Form zuguckt, desto mehr Leute merkt man auch, die dann irgendeiner Form sich irgendwo Hilfsmittel gebastelt haben, die sich dann da irgendwo zu helfen wissen. Mein Lieblingskanal, kann ich auch noch mal ganz kurz sagen, den ich bei den Amis immer gucke, ist immer Jimbo's Garage. Ich weiß nicht, wer das kennt.
Und der Typ, der hat es wirklich auch drauf. Ne? Das wundert mich immer, der schweißt dann immer ein T-Shirt und so weiter. Das ist ein bisschen schräg. Aber ansonsten, das gucke ich immer unwahrscheinlich gerne. Dann hat man den Typen, der hat dann irgendwas, Winkel ran, jupp, jupp und heftet, hat dann irgendwelche Zwischenhölzer, Zwischenbleche und so weiter. Das ist richtig genial. Darum, wichtige Message ist immer, macht euch das Leben so einfach wie möglich. Und ich sage immer wieder, hätte ich den schon mal vor 20 Jahren gehabt. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.